bezeichnet im Grunde alltägliche Phänomene, die der Organismus alle roundabout 90 Minuten sich gerne selber holen möchte oder gerne haben möchte. Wenn wir sie ihm nicht bieten, holt er sie sich diese, zum Beispiel durch Tagtraum, beim Autofahren, beim Fernsehgucken oder ähnliche monotone Tätigkeiten. Das ist etwas, was wir also dem Körper aktiv geben können. Wenn wir das tun, sind wir wesentlich leistungsfähiger. Der Organismus ist wesentlich mehr im Ausgleich. Also das ganze Phänomen rund um den Burnout, sogenannten Burnout, hat auch was damit zu tun. Und wir sind vielleicht auch wesentlich krisenkompetenter und entspannter. Was kann man dafür tun? Ganz einfach. Wenn man merkt, dass man anfängt, Fehler zu machen, dass man unkonzentriert wird oder vielleicht immer wieder so eine leichte Anflüge von Müdigkeit hat, könnte das ein Indiz dafür sein, dass man den Peak überschritten hat. Und dann müsste man sich einfach mal 10 Minuten einen Break geben, wo man sich mit einer kleinen Form von zum Beispiel Selbsthypnose runterfährt in so einen leichten, mittleren Entspannungszustand. Dazu reicht am Anfang mitunter aus, dass man sich in eine entspannte Haltung begibt. Das kennt man vom autogenen Training. Da gibt es ja diesen sogenannten Droschenkutschersitz. Da sucht man sich vielleicht einen Punkt oberhalb, den man mit den Augen fixiert und schaut dann hoch und dann fangen die Augen an zu flirren. Und dann schließt man die Augen, man zählt dabei innerlich runter. Und mit jeder Zahl, die man runterzählt, je länger man das macht, desto tiefer geht es natürlich. Also so 25 ist so eine gute Zahl. Die kann man sich auch innerlich vorstellen dabei und stellt sich dann dabei auch vor, wie vielleicht Arme und Beine schwerer werden und entspannt sich dabei einfach mehr und mehr und kann sich vielleicht auch vorstellen, wie man Energie aus dem Boden zum Beispiel bekommt und aufnimmt oder auch, wenn man zu viel Energie hat oder gerade Stress hatte oder vielleicht auch Wut hat, weil einem irgendwas passiert ist, dass man eben diese Energie auch wieder, diese überschüssige Energie wieder abfließen lässt. Das könnte man sich dabei auch vorstellen. Ja, und wenn man dann bei Null angekommen ist, dann genießt man diesen Modus eine Weile und man kann sich vielleicht auch so einen kleinen Wecker stellen. Und dann, nach spätestens einer Viertelstunde fährt man sich dann durchs Raufzählen. Das reicht dann auch durchaus aus, wenn man bis 3 wieder hochzählt, fährt man sich dann wieder ein Stück weit hoch und ist dann wieder frisch, klar, präsent und ausgeruht wieder da. Das heißt also, dann fängt es automatisch an, dass der Organismus die Energie wieder für die nächsten 90 Minuten wieder hochfährt und erhöht. Das ist ja eigentlich das, was wir alle möchten, leistungsfähiger und präsenter zu sein. Ja, und das ist das, was wir auch zu wenig haben. Also es gibt in der Arbeitswelt sicherlich durchaus Firmen, die diesen inneren Zyklen durchaus Rechnung tragen, wo das auch in der Arbeitswelt mittlerweile geduldet ist, weil man weiß, dass die Menschen dann bessere Arbeit machen und vor allen Dingen länger gesünder sind, bessere Arbeit machen, weniger Burnout haben und mehr leisten und die Qualität einfach eine andere ist.